Hi. Also das ist der eine Vergaser aus der VT600 PC21, die nur einen Vergaser hat. Wie gesagt, habe ich selber zum ersten Mal in meinem ganzen Leben hier. Ich kenne auch keine Leistungsdaten von dem Moped, weiß ich nicht. Jedenfalls wird er jetzt wieder eingebaut, Ultraschall gereinigt. Voreingestellt, sage ich mal, ist er. Jetzt wird er eingebaut. Und dann sehen wir mal, wie das Moped tuckert. Bis gleich. So, erster Startversuch nach dem Vergaser reinigen. Hier mal gucken, wo ich den Schlüssel hingeschmissen habe. Da ist er. So, ist jetzt noch provisorisch, kein Luftfilter dran. Nur erstmal gucken, inwiefern das Ding jetzt anspringt und tuckert. Sprit aus dem Tank. Vergaser volllaufen. Schub gezogen, kein Licht. Zündung an. Und das Standgas ein bisschen weit runter sein. Das war der erste Probelauf. Muffelt ein bisschen, ist klar. Ja, jetzt wird das restlich halt noch dran gebaut, ein paar Schläuche vom Benzinhahn zum Tank. Der muss neu gemacht werden, das wird eingerissen. Kleinigkeiten, aber ansonsten, wie gesagt, sie tuckert wieder und kann demnächst Probe gefahren werden. Aber ich muss jetzt noch ein paar Sachen bestellen, dann geht's weiter. Gut, bis dahin.